Papa? Ja. Na, wie geht's? Auch noch ganz gut. Entschuldigung für die eine Pause eben. Ich denke, hä, Nein. was ist denn nun passiert? Ich dachte schon, ich bin irgendwo raufgekommen, weißt du? Nein, mein Controller wollte, ich sollte eine Entscheidung treffen. Mein Controller ging nicht, weil eigentlich sollte ich das ja mit dem rechten Analogstick machen. Und irgendwie hat das halt nicht funktioniert. Und ich dachte so, hä, okay, was stimmt denn jetzt hier nicht? Also erstmal die erste Entscheidung verkackt, dann ins Menü, dann geguckt, ah, okay, Controller geht wieder. Dann raus und dann die zweite Entscheidung verkackt. Richtig. Ah, schön. So kann man es natürlich auch machen. Ja, ne? Hab halt nur die Beziehung zu meinem Bruder verkackt, aber hey. Lass bitte die Du, Finger was von sieht Geräten, mit denn von denen du hier? nichts verstehst. Sie sehen, sind sie Lass nicht. das mal besser in Ruhe. Du bist dieser komische Conrad. Der kleine Arrogante. Überhaupt nicht abgehoben, der Kerl. Oh, geile Fotos. Alles klar, Kumpel? Und ich weiß nicht, Das tauchen Bild ist nicht hätte so ich mein. besser gelassen. Lol, das war einfach mein Lichtbug. Alles cool, Brady. Wir sind dann oben. Hasta la vista. Ich hab. Ja. Ich Ich komme hab. nach dem. Macht du deine Licht an oder aus? Das ist, Schweighotzen. ich hab einen Bug Wow. entdeckt. Das ist voll daneben. Okay. Ich hab die Ausrüstung gleich startklar. Tja, danke nochmal für die super Ausrüstung. Geht doch nichts über Qualität. Okay, Schrank. Was versteckst du vor mir? Du weißt schon, dass ich dein Bestes. Interessant. Was ist das? Alex, passt zu dir. Ich will einfach, dass wir beide gleich viel investieren in unsere Beziehung. Unser Geld. Boah, ich durchkrame Taschen. Ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Ja, ich weiß. Bleiben wir erstmal cool. Cool? Warum? Hat keinen Sinn, sie zu verärgern. Wenn sie mich noch einmal daran hindern will, Aber hallo. dann Was ist das? Ärger. Oh, was für eine Zimtzige. Okay, ich stelle dann mal die Heißlaufgeräte ein. Okay, ich habe die erste Du hast dein Vorahnung Bild gefunden. gesehen. Ja. Soweit ist. Ah. Ich weiß nicht, musst du das auch noch finden jetzt? Weiß ich nicht, werde ich gleich herausfinden. Mal gucken. Naja, Name Felicity Dubois. Am 3.10.1983. Die Frau hat am, Gle oder hat am gleichen Tag Geburtstag wie mein Sieht Großvater nicht koscher aus. geboren wurde, also Geburtstag hatte. Am 3.10. 55 Kilo. Aha. Was die nicht alles wissen wollen. Ja, ne? Sind halt auch überhaupt nicht neugierig. Nein! Kann ich Ich wollte da helfen? nicht nochmal drauf. Nein, zurück, 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 zurück. Hey, kann ich dir helfen? Erstens, warum bist du so merkwürdig? Und zweitens, warum willst du mir zum ersten Mal in deinem ganzen Leben helfen? Ich dachte nur, das würde die reizende Fliss vielleicht ordentlich beeindrucken. Ach, das Okay, Ding. dann drittens, nenn sie nicht die. Sie ist ein Mensch, kein Ding. Und viertens, denkst du auch mal an was anderes? Hey, Mädels lieben Süßes und ich bin lecker. Und was ist mit der Zählerei? Ah, fast vergessen. Brüderchen hasst Mathe. Nummer 5. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Sie ist okay. Sie hält sich einfach nur gerne an Regeln. Sie ist ein Miststück. Hey, hör mal. Sie geht ja nicht mit dir darunter, Du also bist kann eine sie dich davon Zicke. nichts abhalten. Conny, Danke, das ist ja. deine übliche Masche. Fahr deine erbärmliche Anmache mal ein wenig runter. Was? Sorry.
Erbärmlich? Ich quatsch dir sogar die Fische aus dem Wasser. Wart's ab. Wir haben das hier schon. Okay, ich stell dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Klasse. Ich lehne mich zurück und genieße ein bisschen die Aussicht. Und mit Aussicht meine ich unseren Captain. Ich schalte auf Spannermodus. Jetzt. Ja, schon klar. Eklig. Hey, bin bloß ehrlich. Und eklig. Ich war schon in ein paar Wracks. Bin kein Profi. Aber, naja, erfahren. Wenn das hier dein erstes unregistriertes Wrack ist, solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Weißt du was? Ich kann euch nicht aufhalten. Aber halt dich da unten an die Regeln und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Ah ja, immer diese Weiber. Furchtbar. Wer überhaupt die. Hieß es nicht immer, Frauen bringen Unglück an Bord? Weißt du, ich oder wir sind Frauen. Ich rede richtig gegen Frauen. Oh, Captain, mein Captain. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Schön. Die Flaschen warten auf euch. Ach ja, entschuldige. Meine Schwester wird gerne mal... Schaut auf ihn. Anstrengend. Okay, das Buch ist schon viel gelesen worden. So kann man's auch sagen. Hier gelten Gesetze und Bräuche. Denen gebührt Respekt. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Oh, ich habe Erfahrung. Da, wo es drauf ankommt, verstehst du? Ja, verstanden. Und ignoriert. Du gibst nicht so schnell auf, was? An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Niemand muss erfahren, dass wir in dem Wrack waren. Einfach nur kurz rein und raus. Fertig. Melde den Fund einfach später. Wenn du da noch willst. Weißt du was? Egal. Mach, was du willst. Du willst ja eh nicht auf mich hören. Aber wenn du einen Teil aus dem Wrack mitnimmst, sind wir alle Kriminelle. Hey, was geht, Bro? Bro drin. Na, knutschen. Was? Papa, hey. Du hast eine Freundin. Und? Ist deine Schwester. Oh, du meinst auch, bleibt in der Familie, wa? Ja, genau. Nee. Jetzt gib doch mal den Zucker hinterher. Dann komm. Und das ist eine Kabine frei. Nee, da liegt dein Bruder und kotzt sich die Seele aus dem Leib. Ja, pass. Ist ja nur mein Bruder. Hey. Hallo. So, nun? Jetzt gucke ich mir nochmal den Führerschein an. Ich stelle mir aber gerade die Frage. Und nun? Huch, Entschuldigung. Ach so, okay. Ja, ich wollte wissen, das ist halt doof gemacht, wenn man sein Ziel, die Ziele sehen will, mit wem man reden muss. Ne, was man machen muss, dann muss man immer ins Menü rein. Das ist ein bisschen ätzend. Nur so dezent. Nur so ein bisschen. Mhm. So, wie geht's jetzt weiter? Okay, also, Mit ihr reden. Das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay, O2-Check fertig. Wow, immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Oh, hey, Leute. Was
Scott, warum schreist du so? Hatte ich fast vergessen. Auf der Tauchkamera habe ich dieses Riesenloch am Heck gesehen. Babum! Da geht's in den Flieger. Oh, ganz gut, Mann. Danke, Conrad. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Wie läuft's? Tauchen die jetzt oder nicht? Geht gleich los. Also gut, benutzt. Kinder. Gegen ab Haie? Die Post. Nö. Und vergesst bitte die Regeln nicht. Vielleicht schmeißen wir das Ding heute Nacht nochmal an. Nur für uns beide, ganz allein. Mit Bangstick oder ohne? Da platzt der Bugkabine glatt ein Bullauge. Hoppla, alles gut? Mehr oder weniger? Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Eine Luke, da kommen wir durch. Gefährlich sein. Ladies first. Sorry. Hä? Was denn? Dass ich kurz Pause machen muss. Oh, alles gut. Alles gut, alles gut. Willst du mit mir allein sein? Wieso bist du jetzt oberhalb vom Wasser und ich unten? Außerdem habe ich schon was verkackt. Ich habe dezent aus den Augen gesehen. Weiß ich nicht, aber die Frage habe ich mir halt auch gestellt. Meine eben nur so, ja gut, toll. Jetzt sind sie hier oben. Mappa hat unten im Wasser ihren Spaß. Ich hätte gern andersrum. Du, ich bin ganz froh, dass ich hier oben bin. Ich weiß, ja, schön! Immer auf die Klein! Also für mich ist es gerade sehr gut. Ich bin da sehr dankbar gerade für. Ja, schön. Das freut mich. Ja, mich auch. Ich habe halt nur gehofft, dass ich nicht ins Wasser muss. Heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft. Schön. Unglaublich.
Ein Traum wird wahr. Dafür muss ich bei den Jumpscares leiden. Am Anfang. Los, los, los. Ach, du meinst auch, das gleicht sich aus, ja? Ja. Ruf gleich eine Gerechtigkeit. Oh. Okay. Oh, wir beide. Aldaria hat ein Bild gefunden. Mhm. Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng. Wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Oder war das das Klo? Ist vielleicht zu gefährlich. Und so. So, gucken wir mal nach Kotzi. Einschusslöcher. Oh, Mappa hat ein Geheimnis gefunden. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Oh ja. Ich sollte vielleicht nicht alles antatschen. Oh doch. Touch me, baby. Sieh mal. Touch me, baby, one more time. Rettungsboote. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Mein Gott! Ja, drehen um. Guck. Er hält was fest? Wow. Was ist hier nur passiert? Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Was war das? Sehen wir nach. Ah ja, okay. Hui, noch mehr Leichen. Boah, Gott. Ich hätte mich fast vollgepinkelt. Ist schön warm. Yeah. Pilot und Co-Pilot. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Seht ihr nicht, dass er ein Loch im Kopf hat? Das war kein Flugzeugabsturz, ihr Idioten. Langsam. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja. Oh. Julia! Mein Gott! Fass sonst einfach nichts mehr an, klar? Warum nicht? Jetzt macht Spaß. Er hält was fest? Ja, das hatten wir schon. Danke. Falsche Richtung. Bitte drehen Sie wieder um. Thank you.
müssen hier raus, jetzt! Oh Gott, Alex! Hey, Fischi, Fischi! Das ist ein grauer Riffhai. Kein Interesse an uns. Komm schon. Warte. Okay. Dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Wer kann sich da schon richtig sicher sein? Was willst du? Weißt du? Oh. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia, willst du mich heiraten? Ich... Oh Mist. Sorry, Alex. Ich hab nicht... Ich wollte... Wir sind fast gestorben. Julia, ernsthaft? Alex, wow. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja, ja klar will ich dich heiraten. Okay, starker Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Fliss, hier Julia. Wir kommen rauf. Over. Hey, wo kommt das andere Boot her? Aus dem Nichts. Warte. Julia, erst die Dekompression. Scheiße! Was zum Teufel? Wir müssen da rauf! Warte! Die Dekompression! Verdammt! Stimmt ja! Die Dekompression! Oh mein Gott, das dauert ja ewig! Das ist ja Folter! Noch ein paar Sekunden! Okay, jetzt! Los, los! Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder am Lot. Oh, gar nichts. Dein Bruder hat einfach meinen Grill in die Luft gejagt. Conrad, bist du bescheuert? Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glückwunsch! Gut gemacht. Komm rauf und wir feiern. Party! Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark? Direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Also, wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja,
So sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf? Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman genießt. Nebenbei bemerkt, diese Lady war beeindruckt. Ja, gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt ein Geschoss im Flugzeug. Huh. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Und? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Ganz ehrlich, ich wusste es vorher nicht genau. Aber jetzt, wo ich es höre, klingt es echt gut. Tja, wir sollten dann wohl mal über die Hochzeit reden. Na, das klingt doch gut. Ich habe aufgepasst. Ich kann's kaum erwarten, dass wir alles planen. Ich hatte Angst, du sagst nein. Natürlich hätte ich ja gesagt, du Trottel. Ja, zum Glück. Als du ja gesagt hast, habe ich schon unsere ganze Zukunft deutlich vor uns gesehen. Alles geplant? Ich brav an der Leine? Wo sind alle hin? Das muss doch richtig gefeiert werden. Ich such sie. Entspann dich. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Also, wann passiert... Weiß schon, irgendwas Magisches? Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler... Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hole ihn. Hey. Hast du den Block, Meistertaucherin? Oh nein, noch nicht. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Wirklich. Ich freue mich für euch. Ich kann es noch gar nicht glauben. Entschuldigung, gibst du uns mal eine Sekunde? Julia, ich muss mal kurz mit meinem Bruder sprechen. Also allein. Warum beim Tauchgang? Es sollte in Erinnerung bleiben. Nur nicht so in Erinnerung. Eins muss ich dir lassen. Die Frage der Fragen auf dem Grund des Meeres zu stellen, ist ziemlich romantisch. Dass du mal sesshaft wirst. Bin stolz auf dich. Ohne dich hätte das nie geklappt, Bro. Bro, was meinst du damit? Meinem Herzen folgen? Also, so kitschig bin ich auch nicht. Und ich meinte das Studium. Egal. Brüder für immer, Bro. Und? Morgen wieder darunter? Bin dabei. Kann's kaum erwarten, mir die Kiste anzusehen. Hey, hast du den Block? Sorry, ich war abgelenkt. Na los, holen wir ihn. Hab ihn. Gehen wir hoch. Komm her, mein Feger. Schön langsam. Wir müssen zurück. Genau hier.
Wie immer kein Widerstand. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Auf den Fotos von Alex trägt eine der Leichen ein Flugabzeichen. Das heißt, die Crew stammt von der Insel Cornwin, mitten im pazifischen Kriegsgebiet. Ich sag's ja. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Ach, komm schon. Niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. Hm. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, ich hab was gehört, dass hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun, bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Psst. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben. Und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Okay, gut, dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Sparren gehängt. Igitt. Okay, also... Wer war's? Die Frau sagt, das war mein Bruder und wendet sich dem Schrank zu. Er versteckt sich da drin. Ah, super, der Bruder hat Schuld. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Oh, das ist furchtbar. Leo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Ach komm, das war nicht gruselig. Das war ganz schön billig, Kumpel.
Okay. Ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Wir müssen uns befreien, sofort. Thank you.
Arschloch! Dich komme ich später. Konrad! Du hörst die kleine Lady. Geht davor. Was siehst du? Sie stellen Conrad ein paar Fragen. Wir müssen schnell hier raus. Worüber reden Sie da? Wen kümmert das? Ich werde die alle umbringen. Wir können sie nicht blind angreifen. Wir brauchen einen Plan, bei dem wir sie alle kriegen. Wir müssen hier raus. Als allererstes. Oh, ich hab's. Ja, deshalb packe ich immer eine Nagelschere ein. Zurück. Oh Himmel, Conrad. Warum hast du nichts gesagt? Alex! Aufhören, lass sie los! Alex! Hier, Bastard! Hey! Schwarkopf! Halt die Scheißfresse! Hey! Verlass dich drauf, den schlagen Fliss und Julia die Köpfe ein. Nicht andersrum. Fliss scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Ja! Wo ist denn mein Bruder? Ich weiß nicht. Er ist bestimmt okay. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Ist euch was aufgefallen? Julia, sag mir, was passiert ist. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Alex, tut mir so leid. Was? Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Hey, schon gut. Schon gut. Können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Drei, vier. Gute Nacht, Frisches. Sechs, sieben, acht. 8 Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft es einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Wenn ihr sie ablenkt, komme ich aufs Boot. Der Typ mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg bin.
7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören Sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich gehe durch das Fenster und dann zum Boot. Und ihr lenkt sie ab. Conrad, du konzentrier dich und geh zum Boot. Okay, dann los jetzt. 1, 2. Verkackt. Brad wurde ausgenockt, aber er ist in Ordnung. Bleib bei mir. Helfen wir Conrad. Gewonnen. Bring sie nach unten. Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Setz euch. Da drüben. Du. Genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bande de cons! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule! Hudson! Come here! Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei-Gold? Keiner. Pass auf! Was ist los mit dir? Sei doch nicht so ein Schreibaby. Hey, Conrad. Du hast das versucht. Okay. Jetzt haltet die Fresse! Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Dann aber leise. Ach komm schon, wir vertreiben nur unsere Zeit. Seid still. Der Kapitän sagt, halte den Mund. Also bitte. Sitzen bleiben, alle. Du, komm jetzt mit.
Nö. Ich renne nicht mit dir. Du und deine Freunde hatten kein Recht, auf unser Boot zu kommen. Mensch, Schnauze. Was zum Teufel geht hier vor, Alex? Julia, bist du okay? Ja, mir geht's gut, aber anscheinend ist sonst gar nichts gut. Und? Was willst du? Richtest du das Ding woanders hin? Sowas geht schnell los. Passiert schon nicht. Nö. Ich renne nicht mit dir. Hey. Das reicht. Kein Gerede. Das ist kein Spaß. Spaß stelle ich mir anders vor. Hey. Alex, sei still, okay? Das ist für diesen Typen wohl sehr wichtig. Hey. Genug. Kein Gerede. Ruhezeit. Schon wieder verkackt. Was zum Teufel, Alex? Nicht jetzt! Danke, schätze ich! Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Okay, Sie sind sich einig. Hier ein Hinweis. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest: Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben Sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht. Und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Ja, ja. Gönn dir. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. La porte!
Junior, retire la tête d'animal. Echt nicht. Los, beweg dich! Papa! Ja! Papa! Ja! Ist dir noch gut? Was? Nein, nicht mehr. Ab jetzt dann wird es schlimm. Ab jetzt dann wird es richtig, richtig schlimm. Ich will dich. Doch, wir wollen. Nein, holen wir nicht. Ich pipi mich jetzt schon ein. Ach, was? Na doch. Dann geh Pipi machen. Dann geh Pipi machen. Guck mal, anderthalb Stunden haben wir doch schon geschafft. Ja, super. Echt toll. Ich hab Angst. Also ich habe alles gekackt, muss ich dazu sagen, ne? Wenn dann noch plötzlich Buchstaben aufgetaucht sind. So schnell konnte ich gar nicht. Ja, bei mir auch, aber bei mir lag es eher daran, dass dann plötzlich die Tastaturanzeige kam. Dass ich S oder sowas drücken muss und ich dachte so, was will, wie, was? wir spielen Man of Medan, Markus. Das, was auch im Titel und in der Kategorie steht. Man of Medan. Mit Mama zusammen. Nein, ich habe jetzt einen Termin. Ich bin jetzt raus. Oh, hier geblieben. Aber wir machen eine kurze Pause. Ja, sehr schön. Ich muss einmal Fotos Gute Nacht sagen und. Kurze Pipi-Pause. Ich muss die Raubtiere füttern und auf Essenssuche gehen. Stimmt, Raubtiere muss ich auch noch füttern. Ja, dann bis gleich. Bis gleich. Wird nicht lange dauern und ja, für euch ist es Woman of Medan. Ja, stimmt, Woman of Medan. So, also ich bin gleich wieder da, beziehungsweise wir. Und dann bis gleich. Seid artig. Bis gleich. Hello, and welcome to my repository. I am the curator of stories. Stories of love, hate, greed, and beauty. Life and death. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head. Or vice versa. And we have to live with those decisions or die by them. Boom. But there are worse ways to go. Unfortunate death. It is the tax one pays for having lived, and it comes eventually to everybody. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken. Whatever mess you've made.